Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber hier bei Heisenberg zockt. Wir sind in Friedenweiler. Ja, was machen wir hier? Wir schleichen über die Straßen. Denn guck mal da hinten in weiter Ferne, man sieht schon den Bogen. Genau, da ist unser neuer Prachtbahnhof. Den haben wir das letzte Mal hier hingestellt und ja, der ist immer noch einfach nur schön. Wunderbar. Ja, jetzt, was machen wir denn jetzt hier aus Frieden? Heißt das Friedenweiler? Ich muss tatsächlich nochmal gucken. Doch, heißt Friedenweiler. Nicht Friedensweiler. Nicht mit S, sondern einfach mit einem M. ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde hier gerne das neue Weißwasser draus machen. Weißwasser 2.0. Am liebsten aber ohne die Performance-Probleme. Das heißt, wir werden uns hier doch ein bisschen zurücknehmen, was zusätzliche Gleise etc. angeht. Aber ich würde hier trotzdem noch einen Güterbahnhof hinmachen. Nicht gerade jetzt, denn jetzt möchte ich noch was anderes machen, nämlich hier eine Straßenbahn und ich möchte noch etwas zeigen. Guck mal, das ist ja der Hammer. Das ist nichts Wahnsinniges, aber Boing ist trotzdem der Hammer. Verkehrsschilder. Ich finde das sowas von cool. Da kann man jetzt natürlich 3 Tage und 7 Nächte nur noch überall in jeder Stadt Hauptstraßenschilder und Co. hinstellen. Das möchte ich nicht. Das können wir mal noch machen, sonst irgendwann. Was ich aber möchte, ist hier, ihr ahnt es, Achtung Tunnel. Das muss hier hin. Schnell drehen. Und ungefähr hier hin. Und dann mal gucken. Das ist doch einfach cool. Das ist einfach cool. Wenn hier noch Fahrzeuge durchfahren, im Moment fahren leider keine. Hier haben wir keine Busse, nix. Und hier auf der 2. Oh, der dreht wieder. Was gefällt dem nicht? Tja, BMW. Nee, ich habe nichts gesagt. Hier kann man doch durch. Fehlt hier die Straße? Nee. Das wäre noch der Hammer. Nee, hier ist doch eine Straße drunter. Warum wendet der wieder? Kann ich hier irgendwas in irgendeiner Form? Nein. Wie kann man denn kontrollieren, ob hier... Ja, wenn es ein Tunnel ist, muss es eine Straße haben. Ganz einfach. Da muss man nichts kontrollieren. Doch, doch, das funktioniert schon. Warum der wieder gewendet hat? Hat dem irgendwie die Tafel nicht gefallen? Dann soll er woanders hinziehen. Wir machen jetzt hier Tafeln. Tafelterror. Nein, machen wir nicht. Aber ist trotzdem sehr nett. Gut, lasst uns doch hier zu diesem Bahnhof zurückkehren. Denn wir müssen hier eben Straßenbahnen machen. Müssen wir nicht, dürfen wir. Wir können auch Busse machen. Aber ich möchte, wenn das wirklich hier so eine große Stadt werden soll. Das haben wir ja unter anderem selber. Im Griff sozusagen. Das können wir selber beeinflussen, wie groß das wird, indem wir halt eben Güter bringen und die Straßen ausbauen etc. Dafür sorgen, dass die vernünftig transportiert werden, die Waren und die Passagiere natürlich auch. Deswegen möchte ich hier eine Straßenbahn haben, weil das dann irgendwann größer wird. Ich würde sagen, wir nehmen aber was anderes als Ausgangspunkt, denn guck mal, das hier ist doch ein relativ kleines Häuschen. Ist zwar wirklich eine sehr schöne Mod hier mit dem Kiosk und so, aber im Endeffekt möchte ich hier zu diesem Bahnhof doch was Größeres haben. Da habe ich auch eine bestimmte Idee, nämlich, ihr ahnt es, den Trambahnhof vom modernen Bahnhof. Das ist hier zwar nicht der moderne Bahnhof, aber das muss er ja auch nicht sein, das passt hier trotzdem hin, denke ich mir. Das ist, glaube ich, zu allerunterst das Ding. Zu allerunterst? Tatsächlich. Okay, den hier. Lädt gerade. Dann können wir den, ja doch, den können wir perfekt hier hinstellen. Machen wir gleich mal. Der ist nämlich schon besonders nett hier noch mit einem Werbeschild, das wechselt. Wow, einmal mehr. Jetzt wechselt es. Ich wollte gerade sagen, wenn ich natürlich was sage, wechselt es hier nicht. Wir kennen den Bahnhof eh schon aus Staffel 1. Den hatten wir in... Ja, im Weißwasser, glaube ich. Oben der zweite Bahnhof war doch der dann. Genau. Jetzt hier vielleicht noch mit einer Straße durch. Bevor wir hier was machen, müssen wir die Stadt anpassen, dass wir hier wirklich mit einer Straßenbahn vernünftig durchkommen. Und jetzt haben wir hier eine Straße, die im Niemandsland endet. Da werden wir hier mal Hand anlegen und Straßen verlegen. Schienen und so weiter machen wir später. Kriegen wir hier vielleicht sogar eine Breite hin. Sehr schön. Okay, nehmen wir die. Schienen machen wir später. Jetzt machen wir erstmal die Straßen. Das ist natürlich hier auch nicht ideal. Da müssen zuerst Gebäude weg. Ach, jetzt haben sie hier sowieso gleich schon mal ganz frech Freizeit hingestellt. Das... Oh, Mist. Ja, Moment. Ich muss vielleicht Pause machen. Das ist doch eine beliebte Ecke. Und die Stadt hat hier gleich die Straße
vollendet. Das ist auch relativ nett, möchte ich aber so gar nicht haben. Ich möchte das anders haben. Ich möchte hier nämlich auch keine Freizeit haben. Hier sollen Häuser stehen. Jetzt gucken wir mal, wie wir das besser hinkriegen. Das mal weg. Das müsste ich dann wegnehmen. Dann nehmen wir das noch weg. Und gucken mal. Ja, das ist bestens. Was ich jetzt aber noch machen möchte, ist hier oben noch eine Straße durchziehen. Jetzt das Problem ist einfach, es ist ein bisschen schade, dass diese Häuser irgendwie keine... Ja, man kann nicht messen, wie groß die sind, wie viel Platz die brauchen. Denn ich hätte gerne hier auf der Seite Häuser, dass die Häuser wirklich am Bahnhof sind. Wenn ich das so mache, geht sowieso nicht. Das ist klar. Moment, das muss ich dann irgendwie so machen. Jetzt weiß ich halt nicht, passt hier noch ein Haus dazwischen? Keine Ahnung, wird da noch gebaut? Sonst halt, wenn hier nicht mehr gebaut wird, dann müssen wir uns halt mit einer Mod behelfen. Wir haben ja frei platzierbare Gebäude. Dann machen wir das so. Halt. Das müsste doch möglich sein, dass wir hier noch da reinkommen. Ja, da ist aber die Fabrik im Weg. Dann gehen wir ein bisschen. So nicht. Moment. Vielleicht weiter unten rein. Jawohl, so geht das auch. Jetzt hier vielleicht noch ein bisschen weiter mit einer Kurve. Ich möchte es näher anliegend haben. Aber nicht so. Nein, nein, nein. Moment. Ja, so. Frage ist, kommen wir denn da noch rein? Das werden wir gleich sehen. Mal gucken, sonst bauen wir es neu. Doch, das passt. Gut, jetzt können sie hier oben bauen, da können sie bauen. Ich würde sagen, hier machen wir mal noch eine Querstraße durch. Das müsste doch animieren, um noch ein bisschen mehr zu bauen, hoffe ich. Nehme ich mal an. Gut, wir kommen zur Straßenbahn. Also Landnutzung mal ein. Dann machen wir natürlich als erstes die Haltestellen. Haben wir hier was Schönes? Wir haben vieles, was schön ist. Wir gucken mal. Nicht allzu groß. Denn die sind ja dann in der Stadt drin eben. Das sind nicht so Dinger am Bahnhof. Haltestelle Bustram. Das ist doch sehr nett. Wie sieht das denn aus? Sehr nett. Genau sowas habe ich gesucht. Gut. Wo gehen wir lang? Ach, wir haben gesagt, wir müssen erstmal der Stadt noch ein bisschen helfen. Genau, das werden wir weitermachen. Ich habe ja jetzt die Straße hier unten gemacht. Was ich aber ursprünglich noch machen wollte, war hier eine Brücke zum Beispiel. Wenn wir die hier so rüber machen. Ja, das würde schon mal passen. Oh, haben wir die neu? Das ist für mich aber eher eine Eisenbahnbrücke, muss ich sagen. Sieht zwar nett aus, aber bei der Eisenbahn haben wir ja solche. Ach, lasst uns die doch mal nehmen. Die haben wir bestimmt noch nicht. Dann haben wir sie ja verbunden und hier hinten möchte ich sie eben auch noch verbinden. Und zwar, ich würde mal sagen so. Dann nehmen wir jetzt aber... Ach, wir machen das einheitlich. Wieder die, gehen hier gerade rein und schließen das mal an. Und ja, hier werden wir irgendwie einen Bogen machen müssen, genau. Passt auch. Dann können wir hier durch. Kann man das auch noch verbinden? Das kann man mit Sicherheit auch noch verbinden. Genau. Bestens. Und so können wir natürlich der Stadt helfen. Jetzt hier, ja gut, wir brauchen dann eh noch ein Depot für die Straßenbahn. Das könnten wir dann hier hinstellen, würde ich meinen. Gut, Haltestellen. Jetzt können wir. Die waren hier und das Ding hatten wir gesagt. Wir machen von hier außen rum, ist eine Straßenbahn, da brauchen wir nicht alle 5 Meter eine Haltestelle, würde ich sagen. Machen wir hier mal eine. Hier oben eine. Dann gehen wir hier rauf. Gehen hier über die Brücke. Hier rein zur Industrie. Gehen hier außen rum oder hier innen rum? Nee, das gibt eine zu krasse Kurve für meinen Geschmack. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal. Hier wird wahrscheinlich eher auch noch gebaut. Gehen dann hier rein und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie Freizeit- und Geschäftsgebäude auch noch mit reinkriegen. Das machen wir, indem wir hier durchgehen. Also wir halten mal hier. Dann gehen wir hier lang. Hier rauf. Gehen dann hier rüber, ja, gehen da rüber. Dann können wir hier noch ein bisschen mitnehmen von den Geschäftsgebäuden. Und wir halten hier nochmal. Und dann geht es hier wieder runter, würde ich sagen. Gut, Linie. Das wäre dann eine neue Linie.
Hässliche Farbe. Nehmen wir was Fröhliches. Das zum Beispiel. Sollen wir sie schon mal benennen? Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie weg. Moment. Benennen wir sie doch gleich mal. Was wir haben, das haben wir. Das wäre Tram. Tarm. Warum nicht? Tram. Frieden. Wieso denke ich immer, das heißt Friedensweiler? Es heißt Friedenweiler. Definitiv. Okay. Genommen. Hier machen wir zu. Haltestelle hinzufügen. Jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder weggemacht. Hätten wir dich hier. Dann wollen wir hier rauf. Die Schienen folgen. Kein Ding. Erstmal die ganzen Haltestellen eintragen. Dann haben wir die Linie fertig. Jetzt wollte er doch innen rum, weil es schneller geht. Das haben wir geschickt verhindert. So, und hier wollen wir, haben wir gesagt, hier zwischendurch. Ne, hier zwischendurch, genau. Eigentlich wäre das hier wahrscheinlich schneller. Mal gucken, ob er es noch merkt. Ja, jetzt merkt er es hier lang, hier rüber. Hier noch schnell anhalten und dann zurück nach hier. Dann in die andere Richtung, also nach hier, nach hier. Hier unten. Hier wollen wir auch noch anhalten. Hier hinten ebenfalls. Hier oben ebenfalls. 4, 3, 2 und zurück zum Bahnhof. Das passt soweit. Jetzt fehlen noch die Schienen. Das heißt, wir lassen das Fenster hier mal auf. Ne, dann sehe ich die Schienen nicht gut. Ich kann ja den Haltestellen folgen. Gut, jetzt werden wir aber gleich die Straßen mal noch ein bisschen verbreitern. So gut wie das geht, wenn wir hier sowieso noch mal rüber müssen sozusagen. Wir nehmen elektrisch die Oberleitungen, wenn wir die schon haben. Und so wie es aussieht, können wir hier sogar verbreitern. Ja, aber nicht in dem Maße. Aber so, mit einer großen Straße. Das ist zwar nicht verbreitert, aber das geht. Gut, machen wir so. Hier rauf. Hier rüber, immer gucken, dass es die Kreuzungen auch mitnimmt. Irgendwo werden wir an eine Stelle kommen, wo wir es wahrscheinlich in der Breite nicht, ja, kaum sage ich es, nicht wirklich machen können. Dann müssen wir die hier nehmen. Gucken, ob es hier oben wieder geht. Müsste, jetzt hat es aber glaube ich genau, ja, jetzt hat es genau die Kreuzung nicht genommen. Die brauchen wir. Und wieder mit diesem Stückchen hier rüber. Die Brücke müssten wir eigentlich auch verbreitern können. Funktioniert bestens. Gehen wir hier rein. Das passt alles auch. Wunderbar. Sehr schön. Hier rüber. Die Brücke auch verbreitern. Dann wollen wir hier rauf. Aha, bei der Kurve geht's nicht. Dann machen wir das so. Das geht auch nicht. Nein, das geht hier auch nicht. Da müssen wir hier auch klein bleiben. Wir hier aber auch klein bleiben, sonst sieht es ein bisschen komisch aus, finde ich. Wo wollten wir rüber? Hier unten. Das wird wahrscheinlich... Doch, das geht dann interessanterweise wieder. Okay, dann machen wir das auch. Gut, klappt. Hier hoch. Hier rüber. Hier und dann kommen wir dann eh schon gleich zum Straßenbahnkauf. Stimmt das so? Das müsste eigentlich soweit passen. Wir kommen hier unten vom Bahnhof. Ja, und diesen Busbahnhof hier hinten, den können wir ja sowieso später mal noch benutzen. Wenn wir hier noch ausbauen mit Bussen und so, dann sind wir vielleicht ganz froh, wenn nicht alle hier rein wollen, dann kann ein Teil auch noch hier rein. Oder wir versetzen die Schlaufe nach hier hinten und machen da noch einen weiteren Bahnhof hin. Also Busbahnhof oder Trambahnhof, das ist ja dann egal. Gut, da kann ich eigentlich hier die Landnutzung mal wieder schließen. Dann kommen wir zum Tramdepot, das wir jetzt noch brauchen. Da haben wir natürlich auch eine relativ große Auswahl. Wir gucken mal, das müsste auch weiter unten sein. Ich habe so ganz ein bestimmtes irgendwie in meiner Vorstellung. Mal gucken, ob ich das finde. Ah, jetzt müsste man noch wissen, welches das war. Das ist natürlich auch schön hier. Tramdepot, Tramdepot. Auch sehr schön. Das würde schön hier reinpassen. Dann könnten sie hier noch in Ruhe Häuser bauen. Aber wir wollten hier ja eigentlich auch Häuser. Wir lassen das mal hier. Hier geht's nicht. Hier wird's hingehen. Was bist du für eins? Oh, okay, die sehr lange Variante. Und das hier wäre ein bisschen kürzer.
Das würde dann wieder schön dazwischen passen hier. Das wäre natürlich auch nett. So in der Nähe vom Bahnhof. Oder eben hier. Ja, die Qual der Wahl. Hier ist eigentlich das Gleiche. Das sind natürlich alles sehr schöne. Das hier ist ein bisschen älter anmutend. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Wir machen das mal hier hin. Jetzt fehlt da natürlich noch die Schiene. Die kriegt ihr. So, so rum. Okay, Schiene haben wir. Dann kommen wir zu den Straßenbahnen. Bevor ich jetzt hier aber was kaufe, ihr kennt's. Sicherheitsspeicherung. Nicht, dass da wieder irgendwas flöten geht. Wir haben zwar noch nicht allzu viel gebaut, aber trotzdem jetzt hier mit den Gleisen und den Haltestellen. Das muss ja nicht sein, dass das weg ist, wenn das Spiel abstürzt. Also, wir haben hier einiges an Straßenbahnen. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal wieder wild durch die Gegend. Und zwar fangen wir mal an mit der Tatra Leipzig. Dann Bukarest. Ich würde sagen, Berlin noch dazu. Dresden. Die können wir auch noch nehmen. Das sind jetzt immer nur lange. Ist mir ganz klar. Dann die Cobra noch. Die müsste aus Zürich sein, so wie sie aussieht. So, das sind alle. Wow, hier. Bernmobil. Das ist ja auch ein Riesending. Das möchte ich auch noch haben. Das sieht auch sehr nett aus. Wir können, glaube ich, nochmal 2, 3 vertragen. Mit Werbung. Okay. Die schwarze hier gefällt mir auch sehr gut. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ordentlich. Da würde ich sagen, Linie zuweisen und dann gehen wir mal gucken. Tram Friedenweiler. Sobald es angenommen wurde. So. Uah, was ist mit meiner Steuerung? Jetzt geht sie wieder. Sehr nett. Auch mit dem Depot. Sehr nett hier. Mit den Wagen. Cool. Irgendwie, wir haben fast ein bisschen zu wenig Straßenbahn. Das wurde auch in den Kommentaren schon mal geschrieben. Das ist irgendwie, ich vergesse die immer ein bisschen. Ich möchte an den Zügen rumbasteln. Dann mache ich die Busse für die Städte fast schon, weil ich muss. Und vergesse dann dabei immer, dass eigentlich die Straßenbahnen ja doch auch mehr als nur sehr nett aussehen. Was haben die denn jetzt hier für einen Takt? Wir gucken mal. Gar keinen. Aha, das würde mir dann sagen, dass irgendwo ein Gleis fehlt. Wir gucken mal. Also hier oben passt. Wo fehlt uns denn ein Gleis? Wir fahren die mal kurz ab, die Strecke. Das haben wir schnell gemacht. Aha, okay. Werden wir gleich wissen, ob es nur daran lag oder ob sonst noch was fehlt. Hm. So, indem wir jetzt hier wieder zumachen. Und uns den Takt nochmal ansehen. Wenn es den jetzt gibt, den gibt es. 104 Sekunden, das ist glaube ich ganz okay. Dann passt das jetzt auch, wollte ich gerade sagen, wenn es den gibt, den Takt. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stau. Das ist auch kein Wunder. Was ich noch nicht habe, ist kopiert. Das werde ich noch schnell machen. Dem hier natürlich. Sehr schön. Das wird schon ein cooles Städtchen, bin ich überzeugt. Guck mal, die Bautätigkeit, die hat hier dann eben auch. Wow, ja, die nimmt. Die hat nicht zugenommen. Die hat nicht aufgehört. So rum muss man sagen. Sehr cool. Jetzt bitte hier aber nicht wieder Freizeit hinstellen. Macht hier ein paar Häuschen hin. Sonst müssen wir dann eben helfen. Aber das ist schon schön. Das gefällt mir. Wenn man bei Tränenfieber halt eben, wenn man etwas baut und dann wieder einstellt und dann sieht man gleich, wie sie ganz fröhlich bauen. Die haben richtig Spaß daran, dass sie jetzt hier eine Straßenbahn haben. Das ist doch einfach nett. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir? Als nächstes, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn wir hier hinten, ja, wenn wir hier rausgehen, gehen wir hier vorbei. Wir müssen noch nach Munkrabub oder wie das da heißt. Hier von Edelak aus. Bei Edelak hieß es noch, der Bahnhof sei noch nicht angeschlossen ans Personennetz. Das ist richtig, hier sind nur Güter unterwegs im Moment. Aber deswegen machen wir, oh, das sieht schon cool aus mit dem See. Deswegen machen wir hier die Regiostrecke. Nach Friedenweiler und da hinten nach Munkrabab. So, und jetzt habe ich auch wieder, was ich wollte, nämlich meine Überlegung, wo wir hier durchgehen. Gehen wir hier durch und dann darüber. Ich würde sagen, wir gehen auf die Seite, machen den Bahnhof auf der Seite da hinten. Wäre
fast am besten. Jetzt ist einfach die Frage, kommen wir hier rechts vielleicht vorbei? Weil hier rüber ist mir ein zu großer Umweg. Wir gucken einfach mal. Also, mit schnellem Gleis und Oberleitung. Wir kommen hier in diese zwei Gleise rein. Dann gehen wir hier auch wieder raus. Das geht sogar ohne Tunnel. Aber nicht ohne Kollision. Doch, hier hat es noch ganz kurz. War das Spiel einverstanden und hat geschrien. Bau hier, hier kannst du bauen. Hier, hier, bau. Nein, es schreit nicht mehr. Okay, wir machen weg, denn dann werden wir hier schnell die Straße updaten, dass wir hier die gleiche haben. Das ist nämlich nicht die gleiche Straße. Jetzt muss ich mal gucken. Das müsste Überland sein. Genau. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Wenn das die gleiche Straße ist, sollte man mit der Schiene auch vernünftig rüberkommen. Das war dieses Gleis hier. Ja, das geht jetzt auch. 300 km/h. Wir müssen gucken, dass wir das zweite auch noch hinbringen. Ach, hier auf dem Land, wisst ihr was? Hier machen wir mal unbeschränkt. So, denn von hier kommt relativ wenig Bedrohung in Form eines Fahrzeugs, würde ich mal meinen. Gut, gleich das zweite Gleis mitnehmen. Da kommen wir auch rüber. Bestens gleich eine X-Weiche hin. Dann geht das nicht vergessen. So, und jetzt hier. Wie machen wir das denn am besten? Über eine Brücke und hier gleich wieder im Bahnübergang rein, würde ich mir denken. Ja, aber wir machen erstmal hier hinten den Bahnhof hin. Wohin machen wir den? Wir haben übrigens auch neu einen Kopfbahnhof. Den werde ich jetzt hier natürlich nicht benutzen, aber ich möchte mir den mal ansehen. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Der hier war das. Genau, guck mal, sehr cool. Der ist oben zu, sozusagen. Den werde ich natürlich garantiert mal noch benutzen. Jetzt möchte ich für hier aber den Schweriner Bahnhof benutzen, den ich endlich wieder habe. Da muss ich nochmal runterladen und nochmal ein bisschen rumbasteln. Jetzt habe ich ihn wieder. Den möchten wir aber in maximaler Länge. Ich überlege gerade, wie. Müssen wir hier noch raus? Ja, nach da hinten. Okay, dann war das, glaube ich, im Ansatz gar nicht so schlecht. Wenn wir den so ein bisschen krumm hier hinstellen. So zum Beispiel. Okay. Ach, ich habe ihn vermisst. Ich liebe diesen Bahnhof. Irgendwie bei meiner einen Anlage, ich hatte ja auch Dutzende. Nein, bei der Anlage in meiner Kindheit hatten wir genau diesen Bahnhof. Oder der sah zumindest extrem ähnlich aus. Irgendwie von Faller oder ich weiß es nicht mehr. Aber deswegen mag ich diesen Bahnhof so. Den hatte ich schon mal in meinem Kinderzimmer. Zumindest eben so ähnlich. Wo gehen wir hier rein? Ich würde sagen, wir nehmen auch diese zwei mittleren Gleise. Dann haben wir links und rechts noch eine Alternative. Wir können das ja immer noch versetzen. Das ist eigentlich egal, wie man es macht. Am Schluss muss es einfach stimmen. So, jetzt hier haben wir gesagt eine Brücke und dann hinten über die Straße rüber. Und dann eine Kurve schon mal, damit wir in die richtige Richtung kommen. Wie wäre das so? Gar nicht so schlecht. Ich würde aber mal wieder die Brücke nehmen. Die haben wir schon länger nicht mehr genommen. Das ist eigentlich ganz okay, so denke ich mir. Dann geht's hier rüber. Jetzt verlieren wir hier aber schon ein bisschen Tempo. So nicht. So verlieren wir kein Tempo. Die Brücke haben wir noch. Dann müssen wir halt sonst eine kleine Kurve machen. Mal gucken, ob das so geht. Wir testen das mal. Ich muss sowieso schauen, komme ich hier mit dem zweiten Gleis auch rüber? Ja, das geht problemlos. Das ist schon mal schön. Ja, angeschlossen. Und hier rüber und jetzt mal gucken. Wie kommen wir hier durch den Berg durch? Ein Tunnel. Und wenn wir hier reingehen, dann haben wir da einen Tunnel. So, und irgendjemand hört hier gerade Musik, dass es durch den Kopfhörer durch nur noch dumm, dumm, dumm macht. Da muss ich sonst kurz unterbrechen, denn das geht nicht. Da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Welche Röhre nehmen wir? Hier? Oder mal die austesten? Ja, das ist die, okay. Das wäre die. Boah, das macht hier dumm, 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 dumm. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber ich muss wirklich ganz kurz... Ich baue das mal. Moment, wo ist hier der Schluss? Hier unten. Stimmt das Gleis überhaupt? Ja, das stimmt. Okay.
Okay drücken. Gut, dann 10 Sekunden, ich schneide das nachher raus, dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Nachbar lebt noch, aber ja. Das, wenn man durch die Kopfhörer durch, beim besten Willen, wenn man spielt und redet, nur noch bum 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 hört, also das kann es ja nicht sein. So, aber zurück zu den schönen Dingen des Lebens, nämlich Tunnel bauen. Also, einmal durch die Röhre durch und hier vorne raus. Die Richtung stimmt ja, habe ich gesagt. Ja, die stimmt. Und hier rein. Und hier gibt es natürlich auch eine Kreuzweiche. So. Die muss nicht schnell sein. Hier fährt kein Mensch mit 300 km/h durch. Zumindest keiner, der bei Vernunft ist. Und hier hinten diesen Teil noch dazu. Gut. Dann hätten wir die Strecke eigentlich. Was natürlich jetzt noch fehlt, sind die ganzen Signale. Hier haben wir auch die Kreuzweiche. Hier haben wir sie auch. Und hier haben wir auch die Signale. Das passt bestens. Dann machen wir hier mal Blocksignal. Und zwar, jetzt muss ich gucken. Von der Richtung her. Hier. Und hier vorne, schön vor dem Bahnübergang. Das ist natürlich eh bestens. Und hier hinten machen wir auch nochmal vor und nach dem Bahnübergang, würde ich sagen. Und dann geht es hier in die Röhre rein. Sieht eh cool aus, das Ding, muss ich sagen. Das hat sowas von so einer Autobahn. Von so einem Autobahntunnel. So, hier diesen hier und ja, das andere Signal machen wir hier. Gleich mal vor die Röhre. Dann hätten wir das soweit. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, die Linie noch gar nicht eingezeichnet. Könnte das sein? Dann machen wir das mal noch. Neue Linie. Von hier oben. Ja, wir lassen die Farbe mal. Von hier oben. Na, liebes Spiel. Dankeschön. Von Edelack runter. Hier rüber. Hier zu unserem Prachtbahnhof. Und weiter. Hier runter nach zu diesem Städtchen, dessen Namen man nicht aussprechen kann. Munk Brabub. Hat auch geklappt. Wurde angenommen. Jetzt möchte ich hier aber trotzdem irgendwas haben, was ich gleich sehe. Dann nehmen wir vielleicht das Gelb. Damit wir sehen, was unsere Linie macht. Die macht hier soweit mal das, was sie soll. Nämlich zweispurig. Geht hier rauf. Hier zweispurig durch den Bahnhof, das ist eh auch nett. Und hier geht's weiter. Okay, da würde ich auch mal sagen, das passt soweit. Ja, dann könnten wir eigentlich zum Stapellauf kommen. Ne, die noch schnell anschreiben. Das muss sein halt, aber ohne Fahren. So, Regio. Edelack. Edelack. Nach Friedenweiler. Friedenweil. Weil. Friedenweil. Okay, mehr möchte nicht mehr hin. Stimmt das überhaupt? Ach, aber die Linie stimmt noch nicht ganz. Moment, wir müssen ja. Moment. Von hier hinten nach Mugarup. Munkbrarup. Wieder zurück nach Friedenweiler. Sonst fährt der Zug hier einfach durch. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, jetzt haben wir den in der Mitte nochmal. Das passt auch. So, da bin ich nochmal. Nochmal eine kurze Unterbrechung. Sorry dafür, aber ihr merkt ja von diesen Unterbrechungen nichts. Die schneide ich ja weg. So schön sollte man sagen. Nein, wir wollten hier Züge kaufen. Das werden wir jetzt machen. Haben wir denn hier oben ein Depot? Ich glaube nicht. Nein, hier haben wir nur den Güterzug. Dann müssten wir hier oder sonst irgendwo hier in der Nähe ein Depot hinstellen. Wie machen wir das am besten? Oder vielleicht doch hier vorne. Wäre natürlich hier fast noch angebracht, wenn wir hier Weißwasser draus machen wollen. Aber wir haben fast ein bisschen zu wenig Zeit, um jetzt hier noch schön einen Ringlokschuppen hinzustellen. Deswegen, jetzt bin ich bei der letzten Stadt. Machen wir hier hinten. Ja, wir machen hier. Wir machen hier ein Depot hin. Und zwar, indem wir hier rausgehen. Ganz einfach. In die andere Richtung. Oder hinten. Genau, wir machen hier einfach ein Depot hin, damit wir eins haben. Oh, aber nicht. Ja, und hier möchte ich in den Tunnel reingehen. Das ist ja perfekt. Wir können es natürlich direkt ansetzen. Moment. Depot haben wir hier. Das müsste eigentlich gehen. Okay, das geht auch.
Sind wir auf dem richtigen Gleis? Jawohl, hier geht's dann da vorne rein. Gut, Zug kaufen. Moment, hier zumachen. Jetzt kriege ich es nicht zu fassen. Doch, jetzt geht's. Das geht ja auch zum Glück relativ schnell. Jetzt werde ich hier doch mal noch ein, zwei ganz alte Wünsche erfüllen. Die Wunschliste ist ja zu, muss ich leider immer noch sagen. Aber ich habe ja noch die Wunschliste sozusagen. Da kann ich ja doch noch ein, zwei Sachen rausnehmen. Vor allem eben diese ganz alten Sachen. Jetzt muss ich mal gucken. RE460. Mit IC 2000 Wagen. Das wäre elektrisch. Und ich habe schon mal geguckt in weiser Voraussicht. Da haben wir zwei Stück, habe ich so auf den ersten Blick gesehen. Nämlich, wenn sie denn kommen. Die hier. Genau, Weingut Schwarz Edition. Und wir haben hier unten noch die Agfa. Irgendwo weiter unten war noch eine Agfa. Genau, das ist... Nee, das ist die Cargo. Wo haben wir denn die Agfa? Das ist auch nicht. Ist die so weit unten oder bin ich schon wieder rüber gepatschelt? Also irgendwo hatten wir noch eine Agfa, ich weiß es. Dann war es weiter oben. Toblerone, ja, was es nicht alles Leckeres gibt. Da kriege ich Hunger. Cargo, wie komme ich denn auf Cargo? Agfa? Agfa? Agfa, da ist sie doch. Die. Ich würde sagen, die passt fast besser zu den IC 2000 Wagen, würde ich mal meinen. Wir nehmen die mal. Oh, jetzt habe ich nicht gespeichert. Puh, wisst ihr was? Ja. Sicher ist sicher. Bitte überschreiben. Dankeschön. Und da muss ich die Wagen schnell suchen. Da machen wir, würde ich sagen, hinten einen Steuerwagen hin. Vorne haben wir ja eine Lok. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum ein Steuerwagen vorne und hinten, wenn davor dann eine Lok ist? Die Steuerwagen fahren ja nicht von alleine. Also das macht ja dann ohne Lok keinen Sinn. Dann braucht es doch dahinter eigentlich auch keinen Steuerwagen. Oder ist das zum Umhängen? Naja, wie auch immer. Was wollte ich? Wagen. Passagier. IC 2000. Haben wir weiter unten. Hier, genau. Da habe ich jetzt gesagt, also wir haben eine Lokomotive, jetzt muss ich selber schnell überlegen. Eine Lokomotive haben wir. Dann machen wir dazu einen erste Klasse Wagen. Der ist zwar hinten, hieß es mal, das kommt aus der Dampflokomotivzeit, damit der Dampf den feinen Leuten nicht ins Gesicht schlug. Was haben wir denn hier? Gepäckwagen. Gepäckwagen vorwärts. Huh, was wir hier nicht alles haben. Zweite Klasse. Bistro. Okay, und die Steuerwagen. Ach, wir machen doch mal. Dann machen wir es doch so. Also, zweite Klasse. Nochmal zweite Klasse. Dann kommt das Bistro. Das wäre hier gewesen. Und dann kommt noch ein erste Klasse Wagen. Gut, und dahinter, zu hinterst, der Steuerwagen. So, mal gucken, wie das aussieht. So würde das aussehen. Wahrscheinlich stimmt es eh wieder nicht, weil hier auch noch ein Steuerwagen hinkommt. Dann würde mich aber eben interessieren, wozu, wenn hier eine Lok ist. Ja, wir gucken mal, wisst ihr was? Und wir lassen das jetzt gleich mal fahren. So, dann werden wir noch eine Runde mitfahren. Und dann muss ich die Nachbarn erschlagen. Weil das, nein, das bumselt schon wieder hier. Es ist obermühsam. Man kann sich so nicht konzentrieren. Und es ist ja nicht so, dass ich hier Schach spiele und mich so dermaßen konzentrieren muss, aber ja. Wir ziehen ja eh um. Nächste Woche oder in zwei Wochen, je nachdem, wie schnell das geht mit Böden machen etc. Aber okay, das ist ganz ein anderes Thema. Wir möchten jetzt hier ja eigentlich Regio, Edelack, Friedenweiler, das war's doch. Aha, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Wir haben hier No Strom. Moment, wir werden gleich Strom haben. Hier fehlt er und hier fehlt er. Fehlt er sonst noch irgendwo? Bei dem Gleis, das wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Sonst sollte der eigentlich nirgends fehlen. Wir machen trotzdem mal noch einen kurzen Sicherheitsguck. Ne, sonst passt's. Gut, können wir hier zumachen. Und schauen nochmal.
aber jetzt raus will. Regio. Wo haben wir ihn denn? Edelack Friedenweiler. Ja, jetzt sieht's gut aus. Fahren wir doch glatt mal noch eine Runde mit. Halt, ich darf ja nicht Delayed drücken, wegen oben. Aha, sehr schön. Cool, kenne ich natürlich auch den Zug. Der fährt hier auch die ganze Zeit durch. Zumindest ziemlich bauähnlich. Würde ich meinen. Sehr schön, der hält jetzt hier. Und die anderen Züge? Ne, der hält hier nicht. Aha, okay, der rasselt hier einfach durch. Okay, dann ist... Moment. Aha, der will nach nach Friedenweiler. Ist klar, weil das da hinten der erste Bahnhof ist. Ich lasse das mal noch auf, damit wir sehen, wie schnell er wird. Was er hier für ein Tempo erreicht. Und die anderen Züge, die nehmen wir dann in der nächsten Folge dazu. Ich wollte jetzt unbedingt hier mal noch einen Zug sehen. Der fährt. Haben wir jetzt zwei Folgen lang nicht mehr gehabt. Doch, der ist relativ schön. Der gefällt mir. Da geht es eh schon in den Bahnhof rein. Das ist natürlich keine lange Strecke. Deswegen hier auch kein ICE und auch kein TGV. Zu denen kommen wir noch, sobald wir längere Strecken haben. Dafür müssen wir aber erstmal alle Städte vernünftig verbinden. So, Einfahrt in den Liege. Halt, da kann ich ja hier unten. Gab es auch mal als Tipp. Sehr schön. Was für ein cooler Bahnhof. Leute werden wir hier noch keine haben. Das würde mich wundern. Das wird aber hoffentlich nach und nach dann kommen. Halt, ich wollte nicht gruppieren. Sondern was anderes schnell gucken. Genau. Tram Friedenweiler. Wir haben hier wieder keinen Tag mehr. Guck mal. Ich hab's doch fast vermutet. Deswegen habe ich es jetzt nochmal aufgerufen. Nochmal schnell Pause machen. Das überfliegen wir nochmal schnell. Irgendwo fehlt hier bei irgendeiner Kreuzung oder irgendwas. Hier haben wir wieder ein Stück Gleis. Hier haben wir auch. Hier geht's um eine Kurve. Hier geht es auf die Brücke, das wäre auch nochmal so ein Nadelöhr, wobei, huch, hier fehlt Straße. Hier haben wir Straßenbahn. Das klappt also. Dann klappt es hier unten irgendwo nicht. Irgendwo klappt es nicht. Wo klappt es denn auch nicht? Hier um die Kurve klappt es auch. Hier auf die Brücke ebenfalls. Und hier wieder um die Kurve auch nochmal. Ah, alles klar. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Also, wir machen wieder... Update. Autobahn brauchen wir jetzt nicht zwingend. Jetzt. Okay, man hätte es auch sehen können, weil halt die Linie nicht eingezeichnet war. Habe ich auch nicht dran gedacht. Gut, aber jetzt können sie fahren. Jetzt können wir wieder unserem Zug weiter zugucken. So. Und jetzt werden sich da wahrscheinlich auch Leute hingesellen. Das ist mir eben aufgefallen, dass hier weit und breit kein Mensch wartet auf irgendwie eine Straßenbahn oder etwas. Da, jetzt kommen sie. Und das ist komisch, nach doch so langer Zeit. Also ich war zwar im Pausenmodus, ist klar, aber das müsste eigentlich ja relativ blitzschnell gehen. Cool, schöner Zug. Das ist hier, glaube ich, aber auch nicht viel, viel länger von der Strecke her. 140. Ach, wir machen das mal zu, das stört mich fast sehr. Oh, da fällt mir was ein, Moment. Ha! Fällt euch was auf? Genau, das HUD ist ausgeblendet. Aber jetzt sehen wir hier oben halt, das gibt's ja nicht. Das wird nicht ausgeblendet. Hier die Linie sehen wir, die ich aufgerufen habe, damit das schneller geht. Aber das ist natürlich schon cool, um einen Zug zuzusehen. Sieht das wesentlich besser aus. Oh, und da der See, das ist schon eine schöne Strecke. Sehr nett. Und dann geht's hier richtig rauf. Regelrecht. Und hier über die Brücke, genau. Und hier den Bahnhof rein. Bestens. Und hier auf der Seite habe ich absichtlich keine Bäume hingestellt, da ja hier noch Gleise rauskommen. Das habe ich, glaube ich, eh noch gesagt im letzten Video. Sehr schön. Die erste Einfahrt hier. Hier haben wir auch noch keine Leute. Hier fehlen aber auch noch die Busse. Guck mal. Ja,
Das werden wir natürlich alles noch ändern, aber es wird gebaut. Das ist ein gutes Zeichen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hier das Loch runter. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.